Durch ein riesiges SOS-Zeichen im Sand sind drei vermisste Segler auf einer winzigen Insel im Westpazifik entdeckt worden. Australische Streitkräfte und US-Militärs erspähten den Notruf aus der Luft am 2. August und konnten offiziellen Angaben zufolge die Bergung der Männer von der zu Mikronesien gehörenden Mini-Insel veranlassen. 3 Tage zuvor waren die Männer mit einem 7 Meter langen Segelboot in See gestochen, verloren aber zwischen den über 600 Inseln und Atollen Mikronesiens ihren Kurs. Als ihnen auch noch der Treibstoff ausging, konnten sie sich gerade noch auf die 190 Kilometer von ihrem Ausgangspunkt entfernte Insel retten. Die australische Marine versorgte die 3 Schiffbrüchigen nach eigenen Angaben per Helikopter umgehend mit Wasser und Lebensmitteln. Anschließend rückte ein mikronesisches Patrouillenschiff aus, um sie zu bergen. Sie waren demnach bei ihrer Rettung in einem guten gesundheitlichen Zustand.